Als Einstieg in die molekulare Genetik wollen wir uns in diesem Video die Grundstruktur von DNA und RNA ansehen. DNA ist Desoxyribonukleinsäure oder Desoxyribonucleic Acid. Ja, Acid ist die Säure. Deshalb DNA als gängigere Abkürzung im Vergleich zu DNS, was dann die deutsche Abkürzung wäre. Wobei das S in dem Fall für Säure steht. Wir wissen, dass die DNA der Speicher für die Baupläne der Proteine in unseren Zellen ist. Sie ist unser Erbgut. Ohne DNA wüssten unsere Zellen nicht, welche Proteine sie aufbauen sollen, welche Substanzen sie herstellen sollen. Das heißt, wir könnten ohne unser Erbgut nicht leben. Und da die DNA im Zellkern, im Nukleus verpackt ist, heißt sie Nukleinsäure. Wie die DNA aufgebaut ist, das wird das Thema unseres jetzigen Videos sein. Ich möchte nur auch darauf hinweisen, dass es eine zweite Klasse von Nukleinsäuren gibt, nämlich die RNS oder RNA, die Ribonukleinsäure, die sich in ihrem Aufbau ein bisschen von der DNA unterscheidet und deren vielfältigen Funktionen wir erst im Laufe der Videoreihe kennenlernen werden. Wir starten jetzt aber direkt mit dem Aufbau der Nukleinsäuren. Und zwar bestehen Nukleinsäuren aus einer Kette von Nukleotiden. Sehr viele der Prozesse in der Molekulargenetik können nur dann ausreichend verstanden werden, wenn man die Struktur der DNA gut kennt und die wiederum ergibt sich aus der Struktur ihrer Bausteine, der Nukleotide. Dasselbe gilt übrigens auch für die RNA. Deswegen ist es ganz wichtig, dass wir ein klares Bild im Kopf haben, wie diese Bausteine, diese Nukleotide aufgebaut sind. Und wir wollen uns das jetzt gemeinsam herleiten. Ein Nukleotid besteht immer aus drei Komponenten. Die erste Komponente ist ein Zucker. An diesen Zucker wird ein Phosphat geheftet und an die andere Hälfte des Zuckers kommt noch eine Stickstoffbase dran. Und diesen allgemeinen Aufbau wollen wir jetzt als Strukturformel veranschaulichen. Wir beginnen mit dem Zucker, weil der zentral in unserem Nukleotidmolekül steht. Und beim Zucker handelt es sich immer um eine Pentose, also einen Zucker aus 5C-Atomen, der eine Ringform bildet, die so ähnlich aussieht wie das Pentagon, dieses Gebäude des Verteidigungsministeriums in den Vereinigten Staaten. Das hat von oben gesehen diese klassische fünfeckige Form. Ich habe jetzt die Ecken an diesem Molekül freigelassen, weil wir da einzeichnen wollen, welche Atome hier miteinander verbunden sind. Und hier ist schon die erste Falle. Wir haben zwar eine Pentose vor uns, aber dieses Pentagon hat nicht an all seinen Ecken eines der C-Atome. Die C-Atome befinden sich nämlich hier, hier, hier und hier. Hier oben allerdings sitzt ein Sauerstoffatom. Da fragt man sich jetzt, wo das fünfte C-Atom bleibt. Und die Antwort ist, dass das hier links noch dranhängt, außerhalb dieser Ringform. Diese C-Atome werden auch benannt. Sie werden von rechts nach links in unserer Abbildung C1, C2, C3, C4 und C5 genannt. Es ist wichtig, dass wir uns merken, was jeweils an diesen C-Atomen noch dranhängt. Klar ist, dass jedes C-Atom, das in der Abbildung nicht vier Bindungspartner hat, mit Wasserstoffatomen aufgefüllt wird. Das bedeutet, dass zum Beispiel dieses
C4-Atom, das hier sitzt, noch einen Wasserstoff gebunden hat, den wir aber wie in den meisten Strukturformeln nicht explizit darstellen. Wir beginnen also einfach beim C1 und am C1 hängt diese Stickstoffbase dran, die wir hier in der allgemeinen Aufbauformel schon erwähnt haben. Das heißt, hier kommt die Stickstoffbase hin. Am C2-Atom, da kann eine OH-Gruppe dranhängen, also eine Hydroxylgruppe, muss aber nicht. Wenn an diesem Zucker hier am C2 die OH-Gruppe vorhanden ist, dann sprechen wir von der Ribose. Dann handelt es sich bei diesem Zuckermolekül um die Ribose. Wenn die OH-Gruppe entfernt wurde, sprechen wir von der Desoxyribose. Da steckt schon im Namen, dass es ein Sauerstoff, also ein Oxygenatom weniger gibt in der Desoxyribose. Und das Sauerstoffatom, das fehlt, ist das in der OH-Gruppe am C2. Das heißt, hier am C2 gibt es einen Unterschied, der bestimmt, ob es sich um eine Ribose oder eine Desoxyribose handelt. Am C3 hängt immer eine weitere OH-Gruppe dran. Da gibt es keinen Unterschied zwischen den verschiedenen Nukleotiden. Am C4 ist nichts Interessantes vorhanden. Am C5 schließlich hängt noch die Phosphatgruppe, die wir ebenfalls hier in der allgemeinen Formel schon niedergeschrieben haben. Nochmal hier zur Zusammenfassung. Ein allgemeines Nukleotid mit der zentralen Pentose. In dem Fall hier handelt es sich um eine Ribose, weil wir hier eine OH-Gruppe am C2 noch gebunden haben. Und dementsprechend heißt dieses Nukleotid insgesamt Ribonukleotid. Im Vergleich darunter ein Desoxyribonukleotid, da es als zentralen Zucker die Desoxyribose hat, der hier am C2 die Hydroxygruppe fehlt. Was die beiden nicht unterscheidet, ist, was an den anderen Cs gebunden ist. Beide haben am C1 die Stickstoffbase, beide haben am C3 eine weitere OH-Gruppe und am C5 eine Phosphatgruppe. An dieser Stelle noch eine kleine Spitzfindigkeit. Wenn man nämlich von einem Nukleotid spricht, dem das Phosphat fehlt, also das im Grunde nur aus Zucker und Base besteht, dann sprechen wir nicht von einem Nukleotid, sondern von einem Nukleosid. Mittlerweile wissen wir, dass sich Nukleotide dadurch unterscheiden können, welcher Zucker hier zentral im Nukleotid zu finden ist. Aber die Nukleotide unterscheiden sich auch durch die Base, die an sie gebunden ist. Es gibt nämlich, wie diese Tabelle hier zeigt, mehrere Möglichkeiten, welche Base hier am C1 sitzen kann. Die Basen sind relativ große Moleküle, die in ihrem Volumen den Rest des Nukleotids weit übersteigen können. Aber ihre Struktur ist so komplex, dass es sich nicht lohnt, die auswendig zu lernen, es sei denn, es wird bei Prüfungen explizit gefordert. Wir belassen es also in unseren Darstellungen dabei, dass wir die Base immer nur als kleinen Anhang zeichnen, obwohl die größer sein kann als der Rest des Nukleotids. Welche Basen gibt es denn nun? Es gibt folgende fünf: Adenin, Thymin, Uracil, Cytosin und Guanin. Adenin, Cytosin und Guanin sind deshalb schwarz geschrieben, weil sie sowohl in Desoxyribonukleotiden als auch in Ribonukleotiden vorkommen können.
Das heißt im Endeffekt, dass sie in DNA und in RNA gleichermaßen auftreten. Bei den übrigen zwei Basen ist das anders. Nämlich gibt es die Base Thymin nur in der DNA, also nur an Desoxyribonukleotiden, während Uracil nur in Ribonukleotiden und somit nur in der RNA vorkommt. Diese Abbildung gibt noch einmal einen kleinen Überblick, wie diese Basen eigentlich aussehen. Und ich möchte hier auf drei Dinge hinweisen, nämlich, dass sie viele Stickstoffatome beinhalten und deshalb Stickstoffbasen genannt werden. Zweitens kann man sie einteilen in Einzelring- und Doppelringstrukturen. Adenin und Guanin verfügen über zwei Ringe und werden Purine genannt, während Cytosin, Thymin und Uracil über nur einen Ring verfügen und Pyrimidine heißen. Das kann man sich relativ leicht merken, dass Cytosin und Thymin die Pyrimidine sind, denn sie alle haben ein Y im Namen. Ja, und beim Uracil müssen wir uns das noch zusätzlich merken, dass er auch ein Pyrimidin ist. Wie können wir uns das herleiten? Naja, wir stellen uns einfach vor, dass das Thymin in der DNA gegen Uracil ausgetauscht wird, wenn wir eine RNA beobachten. Aber ansonsten sind die beiden Basen relativ ähnlich, wenn man sich allein ihre Struktur ansieht. Wenn sich nun mehrere Nukleotide zu einem Nukleinsäurestrang verbinden, egal ob DNA oder RNA, dann funktioniert das folgendermaßen. Die OH-Gruppe am C3-Atom des einen Nukleotids nimmt Kontakt auf mit der Phosphatgruppe am C5-Atom des anderen Nukleotids. Das heißt, es entsteht dann hier eine Verbindung zwischen der OH-Gruppe und der Phosphatgruppe. Und dieses überschüssige Wasserstoffatom, das hier an der OH-Gruppe dran gehängt ist, das wird verschwinden, so dass wir dann quasi hier eine Sauerstoffbrücke zwischen dem Phosphat auf der einen Seite und dem Zucker auf der anderen Seite haben. Hier ist die entsprechende Reaktion noch einmal abgebildet. Hier soll dieser Strang, der aus zwei Nukleotiden besteht und deshalb Dinukleotid genannt wird, um ein drittes Nukleotid erweitert werden. Und diese Reaktion wird durchgeführt von Enzymen, die Polymerasen genannt werden. Eine Polymerase verbaut Nukleotid-Triphosphate, also Nukleotide mit drei Phosphatgruppen. Und sie schneidet zwei davon ab und dichtet die praktisch mit dem Wasserstoff aus der Hydroxylgruppe ab, sodass dieses Diphosphat abgeworfen wird. Und dann verbindet sich der freie Bindungsarm des übrigen Phosphates mit dem Sauerstoff aus der Hydroxylgruppe. Und wir haben diese Bindung geschlossen. In so ziemlich jedem Lehrbuch steht geschrieben, dass die Nukleotide eines Nukleinsäurestranges über Phosphorsäuren-Diester verbunden sind. Auf den ersten Blick ist das nicht wirklich ersichtlich, warum dem so sein soll. Wir wollen es aber kurz durchgehen. Bei der Verlängerung um ein Nukleotid wird ja diese Alkoholgruppe hier, die Hydroxygruppe, mit einer Säure, nämlich der Phosphorsäure, reagieren. Und das Reaktionsprodukt zwischen Alkohol und Säure ist bekanntlich ein Ester. Das heißt, das hier ist eine Esterbindung, die leicht zu erkennen ist. Aber wo kommt der Diester her? Wo ist die zweite Esterbindung zwischen zwei Nukleotiden?
Nun, sie ist in der Abbildung nicht sichtbar, denn sie wird nicht geschlossen, wenn zwei Nukleotide miteinander reagieren, sondern schon davor. Bei der Herstellung der Nukleotide habe ich nämlich ursprünglich nur meine Ribose bzw. Desoxyribose und bei der hängt hier am C5 vorher auch eine Hydroxygruppe dran oder eine Alkoholgruppe. Und an die soll jetzt das Phosphat dran geheftet werden. Und dabei entsteht zwischen Phosphat und OH-Gruppe wieder eine Esterverbindung, die dann unsichtbar diese hier ist. Das bedeutet, wir haben zwei Nukleotide, die miteinander über einen Phosphorsäuren-Diester verbunden sind, wobei nur einer der Ester in dieser Abbildung wirklich zu erkennen ist. Wenn wir jetzt unseren Nukleinsäurestrang betrachten, fällt uns auf, dass er nicht symmetrisch ist. Das bedeutet, dass er zwei unterschiedliche Enden hat. An einem Ende liegt nämlich das am C5 gebundene Phosphat frei, das wir auch als 5er Phosphat bezeichnen. Und dementsprechend bezeichnen wir dieses Ende unseres Nukleinsäurestrangs auch als 5-Strich-Ende oder 5-Prime-Ende. Am gegenüberliegenden Ende liegt die OH-Gruppe am C3-Atom frei. Dementsprechend sprechen wir hier von einer Dreier-OH-Gruppe bzw. vom 3-Strich- oder 3-Prime-Ende des Stranges. Auch das ist wieder nichts, was sich zwischen DNA und RNA unterscheidet. Beide haben ein 5-Strich- und ein 3-Strich-Ende. Und die Basen, die hier dranhängen, die haben wir weiterhin einfach nur allgemein gehalten. Es könnte hier zum Beispiel am ersten Nukleotid ein Adenin hängen, am zweiten Nukleotid vielleicht ein Cytosin und am dritten Nukleotid wieder ein Guanin oder so. Das Einzige, was hier nicht dranhängen kann, ist zum Beispiel ein Uracil. Denn Uracil kommt ja nur auf Ribonukleotiden vor und bei denen hätten wir ja hier eine zusätzliche OH-Gruppe noch haben müssen. Bei einer RNA wären wir jetzt fertig. Wir hätten einen Strang mit den Nukleotiden und den Basen und die Abfolge der Basen würden wir als Basensequenz bezeichnen. Also wenn das jetzt unser RNA-Strang wäre, dann hätten wir als Sequenz dieses RNA-Strangs die Abfolge Adenin, Cytosin, Uracil in unserem Fall jetzt. Machen wir hier zur Vollständigkeit halber noch die fehlenden OH-Gruppen hin, wenn das eine RNA sein soll. Sequenzen werden meistens von 5 nach 3 angegeben, das heißt, wir beginnen am 5-Strich-Ende zu lesen mit Adenin, Cytosin, Uracil. Damit wir nicht so viel Schreibarbeit haben, werden die Basen auch mit Einbuchstabencodes abgekürzt. Adenin wäre A, Cytosin wäre C, Uracil wäre U. Das heißt, wir hätten die Sequenz ACU, Guanin wäre G und Thymin wäre T. So, bei einer DNA geht das Ganze allerdings noch weiter, denn DNA-Moleküle sind in der Regel doppelsträngig. Das heißt, wir haben zwei miteinander verbundene Stränge, so wie das in dieser Abbildung hier dargestellt ist. Und hier kommt jetzt eine weitere wichtige Eigenschaft der Basen zum Tragen, nämlich wenn man zwei einzelsträngige DNA-Moleküle hat, dann können die sich nur dann zu einem Doppelstrang zusammenlegen und einander binden, wenn an jeder Stelle
die Basen des einen Stranges zu den Basen am anderen Strang komplementär sind. Das heißt, die beiden Basen müssen so passend geformt sein, dass sich nur auf kurze Distanz wirksame Wasserstoffbrückenbindungen zwischen ihnen aufbauen können. Und es ist so, dass nur Adenin und Thymin sowie Cytosin und Guanin gut zusammenpassen. Das heißt, die komplementären Basen sind A und T und C und G. Dabei schaffen wir es, Adenin und Thymin zwei Wasserstoffbrücken zwischen sich auszubilden. Cytosin und Guanin können sich sogar über drei Wasserstoffbrücken gegenseitig anziehen. Wenn ich vor mir also einen DNA-Doppelstrang habe und ich kenne die Sequenz des einen Stranges, in dem Fall A, C, G, T, dann weiß ich, dass der andere Strang die komplementäre Sequenz haben muss. Denn an das Adenin kann nur ein Thymin andocken, an das Cytosin nur ein Guanin, an das Guanin nur ein Cytosin und an das Thymin wieder nur ein Adenin. Das heißt, der andere Strang hat von oben nach unten gelesen, in unserem Fall jetzt die Sequenz TGCA. Das ist das ein ganz wichtiges Detail, was wir uns merken müssen für unsere Beschäftigung mit der DNA, dass ich im Grunde nur von einem der beiden Stränge die Sequenz kennen muss, dann kenne ich sie automatisch auch vom anderen Strang aufgrund des Komplementaritätsprinzips. Und das Zweite, was wir uns unbedingt merken müssen, ist, dass die beiden Stränge antiparallel orientiert sind. Das heißt, wenn der eine Strang sein 5-Strich-Ende hier in dem Fall oben hat, dann muss der andere Strang das 5-Strich-Ende unten haben. Und bei den 3-Strich-Enden verhält es sich ebenso. Das heißt, wenn an einem Ende der eine Strang das 5-Strich-Ende hat, muss der andere Strang an diesem Ende das 3-Strich-Ende haben. Oder anders gesagt, die beiden Stränge sind im Verhältnis zueinander um 180 Grad rotiert. Ein doppelsträngiges DNA-Molekül gleicht somit einer Strickleiter, bei der die inneren Stufen aus den Basenpaaren aufgebaut sind und die äußeren Begrenzungen der Strickleiter, die werden vom Zuckerphosphatrückgrat gebildet. Das besteht aus abwechselnd Pentose, dann Phosphat, Pentose, Phosphat und so weiter. Deshalb Zuckerphosphatrückgrat. Und diese Strickleiter ist in sich noch einmal verdreht zu so einer Doppelhelixstruktur, wie wir sie hier sehen. Das heißt, die bildet noch eine Spiralstruktur. Eine letzte Anmerkung zur RNA. RNA ist in den meisten Fällen einzelsträngig und bildet keine Doppelstrangstrukturen aus. Jedoch kommt des Öfteren folgende Situation vor. Wir haben hier einen RNA-Strang und wir sagen, dass vielleicht etwa hier die Sequenz AUAC vorkommt. Und ein bisschen später finden wir auf demselben Molekül die Sequenz GUAU. Nun können wir erkennen, dass die Sequenz AUAC komplementär und verkehrt zur Sequenz GUAU ist. Das bedeutet, dass dieses G das C binden könnte, das U könnte das erste A binden, das A das U und das U das A. Das heißt,
dieses ganze Molekül könnte sich folgendermaßen zusammenlegen, dass das AUAC unter Schleifenbildung Kontakt aufnimmt mit dem GUAU. Und in diese beiden Richtungen hier würde das Molekül einzelsträngig weiter verlaufen. Das heißt, es wäre wirklich nur in diesem Gebiet hier doppelsträngig, aber also beide Stränge stammen vom selben einsträngigen RNA-Molekül. Und so eine Schleifenbildung ist ein Beispiel für die sogenannten Substrukturen der RNA. Und die Schleifenbildung an sich ist ein Sonderfall der Substruktur, nämlich die sogenannte Haarnadel. Es gibt verschiedene Substrukturen, die RNA aufbauen kann, einfach weil es innerhalb eines Moleküls solche Komplementärsequenzen geben kann.